meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich so, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Jetzt kann ich euch endlich das Thema verraten. Es wird sich um keltische Zeichen, genauer gesagt um Wikingerzeichen handeln. Es wird eine dreiteilige Serie und ich hoffe, dass ihr mich dabei begleitet. Ich habe so Lust drauf. Jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Video. Ich kann es kaum erwarten, damit anzufangen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Wir arbeiten heute auf einer 50x50 runden Leinwand und meine Kundin hat sich gewünscht, dass wir jedes Wikingerzeichen in einem anderen Farbschema machen. Heute wird es um die Wikinger-Dreiecke gehen, auch Walknut genannt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, allerdings habe ich mich ein bisschen eingelesen. Und der Wunsch meiner Kundin war heute, ein Universum in Blautönen zu schaffen. Sie hat sich Zellen gewünscht und natürlich werden wir ihr diesen Wunsch erfüllen. Wir arbeiten heute mit den Farben von Amsterdam, Aquamarinblau, Oxidschwarz, Himmelblau, Wallandblau und Prussian Blue. Wer meine Videos schon ein bisschen länger guckt, der weiß, ich liebe Prussian Blue und alles, was zu der Familie gehört. Also legen wir los. Wir werden heute im Flip Cup arbeiten. Ich habe hier so einen Fitness-Shaker von meinem Mann gestohlen. Tatsächlich habe ich leider sonst kein Gefäß, was so viel Fassungsvermögen hat. Also muss der heute dran glauben. Ich beginne, meine Farben zu layern und beginne mit Oxidschwarz. Gefolgt von Fallandblau. Gefolgt von Himmelblau. Gefolgt von Prussian Blue. Ach, die Farbe ist einfach so schön. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist Ultramarinblau. Ich finde, Ultramarinblau ist eines der schönsten Blautönen, die es am Markt überhaupt gibt. So, weiter geht's. Ich beginne von vorne mit Schwarz. Gefolgt von Fallandblau. Also ihr seht, ich mische unsere Schichten ein bisschen. Gefolgt von Ultramarinblau. Gefolgt von Prussian Blue. Und Himmelblau. Wir starten wieder mit Schwarz. Ultramarinblau. Fallandblau. Prussianblau. Und Himmelblau. Ich werde nun hier noch ein paar Highlights setzen mit Ultramarinblau und Prussian Blue. Schwarz spare ich mir jetzt aus. Unsere Leinwände sollen heute schon dunkel werden, aber durch das Schwarz, was wir hier im Becher haben und dem Prussian Blue, werden wir einen tollen Kontrast zu den helleren Blautönen schaffen. Okay, soweit, so gut. Meine Becher sind in Sicherheit gebracht. Nun ist es Zeit, Handschuhe anzuziehen. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera genauso schön sehen wie ich hier, wie sich die Farben gut übereinander legen und gut zusammengehen. Leider habe ich hier heute einen dunklen Becher, aber vielleicht erkennt man es trotzdem. Für die Flip Cup Methode werde ich jetzt unseren Becher einmal auf die Leinwand stülpen. Das machen wir jetzt. 3, 2, 1, los geht's. Für unsere Zellen, die ihr hier schon aufgehen seht, habe ich heute in meiner schwarzen Farbe Cellactivator verwendet. Ich habe 2 Tropfen Silikonöl eingerührt und das reicht auch schon vollkommen. Die anderen Farben sind nicht mit Ölen versetzt. Beim Flip Cup müsst ihr euren Farben ein bisschen Zeit geben zu sinken. Wir haben hier gut 600 ml Farbe drin. Ziel ist es, sich diese schönen Schichten, die wir gerade geschaffen haben, uns auch zu erhalten. Bei Flip Cup
vermischen sich die Farben immer ein bisschen. Das ist absolut normal und natürlich auch überhaupt kein Problem. Während wir hier warten, meine Lieben, darf ich euch daran erinnern, dass ihr, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir und ihr meine Videos gern schaut, mir gerne ein Abo dalasst. Guck mal, ich blende euch mal hier die Statistik ein, wie viele von euch meine Videos gerne schauen, aber meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Das zeigt mir eure Wertschätzung, das ist eure Unterstützung an mich und das wird mir super viel bedeuten. Danke an der Stelle. Okay, unsere Farbe hatte nun genug Zeit, ich kann es kaum erwarten, darunter zu gucken. Ich werde den Cup jetzt mit einer halbkreisförmigen Bewegung abziehen und dann schauen wir mal, was sich darunter verbirgt. Ja. Ja, das ist toll. Ich lasse die restliche Farbe aus unserem Becher jetzt hier am Rand auslaufen. Das hilft unserer Farbe gleich an den Rändern ein bisschen besser zu fließen. So. Ihr könnt sehen, unser Becher ist leer. Nun werden wir dieses ganze Farbspiel noch ein bisschen ausdehnen. Das soll er schließlich über die ganze Leinwand tragen. Ich finde dieses Stück hier super schön. Ich hoffe, dass unser Ultramarinblau noch ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Ja, ja, toll. Ich möchte mir so viel von diesem schönen Blau hier erhalten. Natürlich muss ich es noch ein bisschen ausdehnen, aber ich versuche hier den mittleren Part immer wieder ein bisschen in die Mitte zurückzuholen. So, das klappt auch wirklich gut, das könnt ihr hier schön erkennen. Wow. Okay. So weit, so gut, meine Lieben. Okay Leute, also ich finde, wir haben hier schon ein wunderschönes blaues Farbspiel. Wenn ihr auf runden Leinwänden arbeitet, kann ich euch als kleinen Tipp mitgeben, dass ihr wirklich noch mit der übrig gebliebenen Farbe, die ich beim Dehnen sowieso verloren gegangen ist, noch einmal die Ränder ein bisschen kaschiert. Also zumindest bei meinen Leinwänden ist es so, dass die einfach anders gespannt sind als rechteckige oder quadratische Leinwände und da helfe ich immer gerne noch ein bisschen nach. So finde ich sie wunderschön und ich finde, auf runden Leinwänden sieht irgendwie jedes Werk immer noch ein bisschen besonderer aus. Das ist aber natürlich nur mein Geschmack. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Format euch am besten gefällt. Worauf arbeitet ihr denn am liebsten? Unsere Handschuhe haben ausgedient, Gott sei Dank. Ich arbeite ja viel lieber mit nackten Händen. Also, ich habe euch erzählt, meine Kundin hat sich Zellen gewünscht und die wollen wir ihr natürlich schenken. Ich werde heute mit meiner Heatgun arbeiten. Wenn ihr es nachpüren möchtet und keine Heatgun zu Hause habt, ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt es auch mit dem Brenner machen. Der Bunsenbrenner macht ein bisschen eine andere Art von Zellen, aber unterm Strich klappt es wirklich auch mit dem Bunsenbrenner sehr gut. Also, ich habe hier meine Heatgun. Als kleinen Tipp kann ich euch sagen, ich stelle meine Heatgun nicht auf die ganz höchste Stufe. Ich nehme Stufe 4 von 6. Dann ist immer noch wichtig, Finger weg vorm Gebläse und mindestens 20 cm über die Leinwand halten. Ich gehe nun langsam in Stufe 1 über meine Leinwand und guckt mal, hier beginnt der Zauber schon.
Wunderbar. Es ist kaum zu glauben, dass ich 2 Tropfen Silikonöl verwendet habe und dieses Ergebnis geschenkt kriege. Ich finde, das ist so schön. Das ist jetzt schon ein Spektakel. Allerdings, meine Lieben, ist das erstmal nur der Hintergrund für unseren Einstieg in die Wikinger-Serie. Für mich ist es nun an der Zeit loszulassen. Ich muss meinen kleinen Schatz jetzt komplett austrocknen lassen. Für euch geht es in wenigen Augenblicken weiter und dann werden wir unseren Wikinger-Dreiecken, unseren schönen keltischen Runen ein Zuhause schenken. Bis gleich! So, meine Lieben, ich bin zurück in voller Frische mit unserem getrockneten Walknot. Mittlerweile sind 10 Tage vergangen, also unser Bild ist vollkommen ausgetrocknet. Wie ihr gut erkennen könnt, habe ich hier jetzt schon meine Walknot-Schablone angebracht. Ich habe mir mit dem Zentimeter die Mitte ausgemessen, die dann ganz leicht mit Crepe hier befestigt und diese werden wir jetzt gemeinsam ausmalen. Für unsere Runen habe ich mich für Amsterdam Perlweiß entschieden. Das ist ein bisschen softer als Titaniumweiß und ganz schön glänzend. Zeige ich diese Farbe mal hier in diese Kamera. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, aber die hat wirklich einen ganz schönen Schimmer. Wie ihr können könnt, nehme ich meine Farbe zum Ausmalen pur. Also ich werde sie nicht verdünnen mit Medium oder Wasser. Und jetzt wünsche ich mir ganz viel Glück, Leute. Ich werde von oben nach unten arbeiten. Und los geht's. Kleinen Tipp kann ich euch geben, wenn ihr mit Schablonen arbeitet, versucht die wirklich gut festzumachen, dass die euch nicht verrutscht und für jedes einzelne Segment, was ihr ausmalen möchtet, drückt die Folie ein bisschen ans Bild dran. Dann habt ihr einfach mehr Kontrolle, dass nicht so viel passiert.
Okay, ihr Lieben, das sieht schon mal sehr gut aus. Ich werde jetzt noch eine zweite Schicht drauf geben, damit das Perlweiß wirklich schön perlt und richtig deckend ist. Ich mache es für euch wieder ein bisschen schneller. Wir sehen uns dann gleich zum fertigen Ergebnis. Meine Lieben, Stunde der Wahrheit. Ich bin aufgeregt, aber wir werden jetzt gemeinsam die Schablone entfernen. Es könnte sein, dass wir hier und da noch ein kleines bisschen nacharbeiten müssen mit blauer Farbe. Das werden wir gleich sehen. Wenn euch das passiert, ist es überhaupt nicht schlimm. Also vorsichtig. Ich löse erstmal hier das Klebeband. Und nun mache ich es von oben nach unten. Wünsche mir Glück.
ganz vorsichtig. Okay, meine Lieben, was sagen wir? Ich finde, es ist großartig gelungen. Das hat besser funktioniert mit der Schablone, als ich es mir erträumt habe. Natürlich könnten wir hier und da jetzt noch ein paar Stellen mit blauer Farbe nachmalen. Allerdings werde ich es genau so lassen. Immerhin, es ist ein handgemaltes Bild und ich finde, diesen Charakter sollte man auch mitgeben. Das Einzige, was ich noch machen werde, ist eine Schicht Epoxidharz, um das Ganze zu versiegeln und für die Ewigkeit zu machen. Kommt mal ein bisschen näher ran, schaut euch mal die Details an. Ich finde, man kann so gut, man kann jede einzelne Rune kann man gut erkennen, das Muster ist gelungen. Ich finde, es muss nicht perfekt wie gedruckt aussehen. Ich liebe es. Meine Lieben, ich hoffe, ihr liebt es genauso sehr wie ich. Mein ganzes Herz steckt hier drin in diesem Projekt. Wenn dem so ist, seid doch so lieb und zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ich hoffe, ich sehe euch bei Part 2 wieder. Das nächste Projekt, das wir fertig machen, ist Thors Hammer in Feuerfarben. Und bis dahin, meine Lieben, ich danke euch fürs Einschalten. Es war mir wie immer eine Freude. Macht's gut!